Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Nachdem ich in der Zusammenfassung vom iMac 27 Zoll 2019 gefragt wurde, ob ich nicht einen Vergleich vom 2017er und 2019er Modell machen werde, tue ich dies in diesem Video mal. Viel Spaß! Zuerst einmal müsst ihr für dieses Video hier wissen, dass ich mich hierbei auf den Baseline iMac 27 Zoll 5K beziehe, welches der günstigste 5K iMac von Apple ist. Fangen wir mit dem Design an. Dieses ist genau das gleiche wie auch vor 2 Jahren. Der iMac sieht weiterhin genauso aus, hat die gleichen Displayränder, die gleichen Anschlüsse, zu denen wir später nochmal kommen. Und auch ansonsten ist das Design genau dasselbe. Beim Display gibt es eigentlich auch keine Unterschiede, außer dass vielleicht die Farben und Kontraste und die Helligkeit vielleicht ein bisschen besser sind. Dazu konnte ich aber bisher noch keine genaueren Angaben finden. Als Framerate gibt es leider auch keine 120 Frames, sondern das Display ist nur ein 50 bzw. 60 Hertz Display. Wichtig bei einem iMac ist natürlich der Prozessor. Vor 2 Jahren kam der 27 Zoll 5K iMac dabei mit einem Quad-Core Intel Core i5 mit 3,4 GHz. Dieser Prozessor gehörte damals noch zur 7. Generation von Intel. Im Turbo Boost kann dieser Prozessor 3,8 GHz erreichen. Beim neuen 27 Zoll iMac gibt es den Intel Core i5 der 8. Generation, welcher mit 3 GHz taktet, aber ein 6-Kern-Prozessor ist. Im Turbo Boost schafft dieser Prozessor bis zu 4,1 GHz. Auch die Grafikkarte hat sich ein wenig verändert. Vor 2 Jahren gab es im 2017er Modell noch die Radeon Pro 570 mit 4 GB VRAM und jetzt im 2019er Modell gibt es die Radeon 570X mit auch 4 GB Videospeicher. Beim Arbeitsspeicher hat sich erstmal nichts verändert, da es weiterhin 8 GB in der Standardausführung bei DDR4 RAM sind. Auch kann man dieses Jahr weiterhin bei den iMacs den RAM upgraden, weshalb es sich eigentlich nicht wirklich lohnt, die wirklich überteuerten Preise von Apple damit zu gehen. Genauso ist es auch mit dem Speicher. So gibt es in der Basiskonfiguration 1 TB Fusion Drive mit einer 1 TB Festplatte und einer 32 GB SSD, welche die Speicherdatenmengen intelligent verteilen. Die Anschlüsse sind auch weiterhin dieselben, deswegen ist 4 USB 3.0 Typ A Anschlüsse, ein 3,5 mm Klinkenanschluss, ein SD-Kartenanschluss und 2 Thunderbolt 3 Anschlüsse im USB-C Format gibt. Und es gibt auch bei den iMacs weiterhin einen Ethernet Port. Genauso ist es auch mit den drahtlosen Netzwerken. So haben beide WLAN und Bluetooth 4.2. Das Betriebssystem ist bei beiden iMacs natürlich genauso dasselbe, weswegen beide iMacs mit OS X, macOS, Mojave daherkommen. Natürlich hat sich bei den iMacs die Performance um einiges verändert. Apple selbst gibt an, dass der neue iMac bis zu 2-mal schneller ist, aber in Benchmarks sieht das aktuell noch etwas anders aus. So schafft der iMac 2017 in der Standardausführung im Geekbench 4 Benchmark etwa 4200 Punkte und der neue iMac wird voraussichtlich ungefähr 4500 Punkte schaffen, also etwas mehr. Im Multicore erkennt man doch einen Unterschied. So erreichte der alte iMac 12.000 Punkte im Geekbench 4 Benchmark und der neue wird voraussichtlich zwischen 15.000 und 20.000 Punkten liegen. Der Lieferumfang hat sich auch gar nicht verändert. So gibt es weiterhin natürlich den iMac, eine Magic Mouse oder ein Magic Trackpad, das Ladegerät, das Magic Keyboard und ein Lightning-Kabel, um das Trackpad bzw. die Magic Mouse aufzuladen. Beim Preis gibt es aktuell auch noch Unterschiede. So kostet der alte iMac 27 Zoll in der Standardausführung aktuell bei Amazon ca. 1.800 Euro und der neue iMac kostet aktuell bei Apple direkt noch 2.099 Euro. Der Preis wird sich aber bei Dritthändlern vermutlich bald auch so bei etwa 1.800 Euro einpendeln und natürlich kann man ihn auch weiterhin mit einem Bildungsrabatt oder ähnlichem etwas günstiger bekommen. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Das war natürlich kein Review zum iMac. Vielleicht wird das mal kommen, wenn ich mir irgendwann mal ein iMac kaufen werde, weiß ich noch nicht. Abonniert dafür, wenn ihr es nicht verpassen wollt, auf jeden Fall meinen Kanal. Und gebt dem Video, wenn es euch gefallen hat, auch ein Like. Ich bin der Belazarus. Ciao.